Oh, guck mal. Palma hat es richtig genossen. Hat so richtig die Augen zu muss. Willkommen zum Digimon World Let's Play hier auf Twitch und natürlich auch als VOD auf YouTube. Wird natürlich Dienstag und Mittwoch hochgeladen. Wenn ihr das seht, hinterlasst dem Video ein Like. Natürlich abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und schreibt in die Kommentare, um den Algorithmus zu befeuern und mir auch zu sagen, was hat Wirt falsch gemacht. Das ist immer sehr, sehr spannend. Legen wir los. Kann eigentlich direkt dort starten, wo ich eigentlich bin, aber ich weiß, ihr mögt den Boot-Sound genau wie ich, deswegen, es muss immer dabei sein. Der Boot-Sound muss dabei sein, ansonsten. Ha! Ist dann kein Digimon-Let's Play. Okay, also viele Leute haben mir geschrieben, starte das Spiel komplett neu. Und ich denke mir, ach Gott, ich hab Numemon. Soll ich neu starten oder Numemon einfach draufgehen lassen? Ach Gott, oh, dieses Pokémon, Digimon ist einfach nur Pain in the ass. Zu den bösen Bären. Das war ja. Good Anime, ey, vielen lieben Dank für die Subs, man. Gleich 5 Stück verteilt, Ehre dir. Schaut mal bei Good Old Anime vorbei. Mach ich so ein bisschen neben der Arbeit. Heute lief Robin Hood und ich muss einfach feststellen, alle Robin Hood Charaktere sehen ein bisschen gleich aus. Ja, putz dem Ding ins Gesicht! Ja, Mann. Ja, Mann, Vertrauen! Oh, das Programm wechseln. Ah. Nein, Furz ihm ins Gesicht, finish him! Take my energy! Use the Furz! Weißt du was? Wir gehen jetzt einfach pumpen mit meinem... mit Numemon. Wir gehen pumpen! Numemon muss trainieren. Was ist eigentlich mit, mit der Kacke. Also es drückt die ja raus und könnte die ja theoretisch gleich wieder futtern, oder? Also theoretisch muss es ja gar nicht auf Toilette gehen. Oder? Numemon kann sich nicht weiter digitieren? Numemon, warum bist du so muda-muda? Das kann zum Monster Emon werden. Zum Bären. Das später.
Ihr kriegt ein Stück Fleisch. Es muss kacken gehen. Oh, Leute, es geht wieder los. Es geht wieder los. Fressen und kacken. Das muss drin sein in einem Spiel. Es hat schon wieder Hunger. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Oder mein Numemon pfeift. Morgen gibt's mehr. Okay, ich lasse es nochmal gegen Palmon kämpfen. Macht es überhaupt Sinn, dass ich nochmal gegen Palmon kämpfe, oder muss ich es lieber trainieren, damit es stärker wird? Hey, Soaking, what up? Wirt kümmert sich sehr gut um Numemon. Bestimmt wird er in Digimon TCG das Numemon-Deck spielen. Gibt es ein Numemon-Deck? Nichts zum Kämpfen. Numemon-Deck richtig strong. Intelligenz, es hat sich entwickelt, aber nur rückwärts, mein Gabumon. Immer satt füttern, wenn es Hunger hat. Und das ist klug, dann wird alles gut. Ey, wisst ihr was? Wir gehen jetzt nochmal Health-Items finden und dann wird Palmon gekillt. Warum will Numemon so viel futtern? Alter! Mir geht's super. Ich hoffe, du konntest dich erholen und so. Alles cool. Numemon ist Dauerhunger. Das ist dauerhungrig. Ist das Digimon nicht? Bist du das? Bist du das, Wirt? Ich bin Numemon? Nur fressen und kacken? Der Bohrtunnel? Hier waren wir noch nicht. Gibt's hier Toiletten? Frage für einen Freund. Bin ich hier gelandet? Still, ich muss jetzt kacken. Heute werden wir noch kramen. Morgen werden wir noch kramen. Es macht so viel Spaß. Es wird ziemlich lange dauern. Reiß noch ein bisschen herum. Oh Gott. Im Bohrtunnel ist kein Klo? Ach du Scheiße. Monster Emon, gleich gibt's Essen. Was denn?
Ich meine, Numemon, gleich gibt's Essen. Ich muss die Spielzeugstadt suchen. Ich weiß. Hol dir Autopilot. Mit dem Item kannst du direkt Stadt zurückporten und kacken gehen. Ich geh mal einkaufen. Fristenhaufen, Machenhaufen, Fristenhaufen, Machenhaufen. Messer rein, Gedärme raus. Messer rein, Gedärme raus. Ach ja, später gibt's Lethal Company. Mit Vincent, Tony, Parzi und Cuddy. Das Kostüm darf nicht Gigimons Haus sein. Das geht's nicht. Gigi D'Agostino Mon. Münzautomat. Mensch, ist das teuer. Die Pilze. Hier ist nichts, was ich brauche. Bis auf Fleisch. Ich hab mir Fleisch gezogen. Nicht laufen. Ah, nicht kaufen. Oh nein. Lauf Richtung Meer. Habe ich mich irgendwie verlaufen? Geht's irgendwie noch weiter? Hm? Das ist der See? Das hier ist ein See? Südosten. Aber ich muss doch erst Palmon besiegen. Das ist ein See. Ich dachte, das wäre das Meer. Ich dachte, das wäre der Strand, wo ich bin. Nein! Battle! Bring hin. Zweite Folge von Solo Leveling. Definitiv besser als die erste. Vom Pacing her. Auch verdammt gory. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so gory umsetzen. Mehr Vertrauen. Vertrauen. Nicht mich anfassen. Nein! Alle 50 oder 100 Stufen Intelligenz kannst du andere Befehle geben. Ein 91 Intelligenz. Also ich fand Numemon witzig. Heute noch nervig. Was los? Was los? Fühlst du dich nicht gut, Mr. Stark? Warte, wie viel Pflaster brauchst du denn? Hast du nicht angenommen? Es will das Pflaster nicht annehmen?
Bist du Reich Ranitzky oder was? Kriegst du aufs Maul? Oder das ist nicht aufs Maul. Warte, falscher Knopf. Kriegst du aufs Maul? Es will nicht geheilt werden? Du willst sterben, ne? Willst du sterben? Oder? 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 So, geh kacken. Geh kacken, bevor wir weitergehen. Jetzt geh kacken, bevor wir weitergehen. Ich weiß doch, dass du gleich wieder kacken musst. Wenn ich kacken, jetzt will Futter, ne. So, wir werden jetzt Palmon klatschen. Ist einfach schon zu viel Scheiß gegessen. Palmon nochmal. Palmon war hier unten, oder? Ihn zu füttern ist halt verstanden. Das ist halt so. Ich weiß, Numemon, du wirst es nicht lang machen, aber hey, komm. Mach das Beste draus. Scheiße! Oh, komm schon! Yeah, Mann! Vertrauen! Komm, wer zum Digi-Ei? Aufstehen! Aufstehen! Gute Frage, warum ich noch zwei Leben hab. Egal, wir gehen nochmal hin, gehen nochmal kloppen. Dann wurde es beim letzten Mal nicht gespeichert, ne? Zum Glück ist nicht so viel verloren gegangen vom Progress. Zu dem Nest. Und dann rechts runter. Ah, scheiße. Quellamon? Quella de Vil. Quella de Vil. Ach, komm schon! Einfach heller. Quellamon? Wegrennen! Wegrennen! Bruder muss los! Oh,
Oh, jetzt will es schlafen. Du Loser. Schlaf ist nur für die Gewinner. German Kleinigkeit, freut mich sehr, dass es dir gefallen hat. Schlafen, oh Gott, ich hab's vergessen zu speichern. Man kann ja hier nur speichern, wenn man schlafen geht. Oh mein Gott. Egal. Die Stats werden immer schlechter, je länger es verletzt ist. Lass es beim Training eingehen. Oh Mann. How to lose a Digimon fast, ne? Beim Digivice kann man speichern. Okay. D'Agostino, Mon. Ich habe null Orientierung in diesem Spiel. Es tut mir verdammt leid. Ich bin dein Kompass. Okay. Das geht doch. Geil, ich sammle schon Pilze für mein nächstes Digimon. Ich meinte von Numemon, weil Numemon mein Lieblings-Digimon ist und kein anderes Digimon mein Numemon ersetzen kann. Das ist mein Digimon. Es gibt viele davon, aber dieses gehört mir. Charmon ist krank. Du bist krank? Jetzt will es sogar eine Spritze haben. Pilz? Habe ich einen Pilz übersehen? Die Ladezeiten! Okay, ist ein PlayStation 1 Spiel. Kaizo-Version eines Tamagotchis, ey. Digimon Nuzlocke gibt es bestimmt, oder? Ein süchtiges Digimon. Numemon will selber sterben. Anna Überdosis. Oh, Numemon fühlt sich nicht gut. Gehe ich gerade in die richtige Richtung? 100 Mal neu gestartet. Ich kann es mir vorstellen bei diesem Spiel, wie frustrierend dieses Spiel sein muss. Ist das hier der Strand? Oh, guck dir das mal an, ey. Das sieht nicht gut aus. Ich finde es Cola-Mon ist abends. Dorthin am Abend. Oh Gott, oh Gott. Numemon. Oh my wamo. Shinderu. Oh, ein Pilz. Oh, noch ein Pilz. Guck mal, dieses Digimon hatte ich besiegt. Drachensee. Es will eine Spritze haben.
Der Drachensee bei Takeshis Castle, stimmt. Die Steine im Drachensee. Oh, guck dir das mal an. Jetzt will es auch kacken gehen. Ja, kacken können wir. Aber mehr auch nicht. Es will eine Spritze, es will Fleisch. Dieses Digimon. Sehr viele Pilze für mein zukünftiges Digimon. Jetzt rechts. Es hat die Hände nicht gewaschen. Ja, aber hat es überhaupt Hände? Hier ist keiner, geh weg! Wohnt hier jemand? Kunemons Bett. Was soll ich hier machen? Digi-Brücke. Runtergehen, da ist ein Palmon. Ein aggressives Palmon. Aber wo ist NTSC-Mon? Oh, hier war ich ja noch gar nicht. Die Kamera ist mega random. Manchmal, ich weiß auch zum Beispiel gar nicht, wo ich hin kann und nicht. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass ich in diese Richtung kann. Das ist ein Strand. Hier muss ich am Abend hin. Digipilz. Oh Gott, guck dir das mal an. Das wird nicht mehr lange machen. Können wir so lange tanzen, bis du drauf gehst? Oh boy, oh boy, oh boy. Laut Uhr ist es gerade Mittag, ja, es dauert noch ein Weilchen. Es leidet. Wo ist Gunmon, wenn es uns braucht? Ich brauche Gunmon. Ja, ich kann ja noch ein bisschen warten hier. Ein bisschen noch rumgehen. Pilze sammeln. Für mein nächstes Digimon. Bolzenschussgerät, Mon. Numemon, schau dir die Blumen an. Schau dir die Blumen an. Numemon. Nein! Geht die Zeit um, wenn wir kämpfen? Lauf! Gandramon ist so das amerikanischste Digimon ever. Kämpfe vergeht keinerlei Zeit.
Vertrau bei der Macht der Digi-Freundschaft. Hier ist wirklich, wir stehen auf, wir gehen drauf, wir halten fest zusammen. Nein, 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 nur du gehst drauf, ich geh nicht drauf. Digifeind wird. Hey, ich bin kein Digifeind. Alle Digimon habe ich gleich gern. Aber einige habe ich gerne als andere. Mit was für einem Controller ich das spiele? Ganz authentisch mit einem PlayStation 5 Controller. Oh, das ist eine schöne Nerd-Quiz-Frage, finde ich. Wie viele Waffen hat Gundramon? Alle. Gundramon ist einfach so wie der A10 Warthog. Da wurde einfach um eine Waffe ein Digimon entwickelt. Oder gezeichnet. Reddit Cosplay, ich grüße. Es ist halt beim A10 genauso. Um eine Gatling Gun wurde ein Flugzeug gebastelt. Gundramon ist also Texaner und Republikaner und hätte Trump wahrscheinlich gewählt. Wie viele Waffen hat Gilgamesh? Nicht so viele wie Gundramon. Doch, definitiv mehr. Dass es noch kein Freedommon gibt, oder? Ui, schnell Feierabend gemacht, mir vorher zu schauen. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Es ist so eine coole Session jetzt gerade, weil ich gerade sehr viele Pilze sammle. Hab nachgezählt, sollten 12 sein. Aha. Oh, wusstet ihr, dass Eiichiro Oda bestätigt hat, dass, ihr wisst schon, bei Buggy, er hat ja die Trennfrucht gegessen. Dass auch das gewisse Etwas auch getrennt werden kann bei ihm. Ja, das hat er bestätigt. Ace, what up? Freue mich, dass du hier bist. Ja, Digimon 2000. Seinen kleinen Finger, genau. Jellyfish, seinen kleinen Finger. Oh, ein Blauapfel. Digimon Cyber Sloth. Cyber Sloth einmal gestartet. Sehr textlastig. Sehr, sehr textlastig am Anfang. Liest dich Stunden durch am Anfang. Leider nicht so gut für einen Stream. Hey, guck mal, mittlerweile sind da schon neue. Sind die komplett neue Sachen, die ich einsammeln kann. Ist das Spiel vor dem Anime erschienen? Ich glaube nicht. Digimon, was für ein Digimon-Spiel habe ich Anfang des Jahres gespielt? Ich habe es wieder komplett vergessen. Digimon World Next Order. Dann habe ich das gespielt zumindest.
Hey Nevis, danke, dass du hier warst. Hab noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Nevis Company holst du nach. Yay. Nice. Ah, Digimon Survive war das. Ah, ja. So langsam muss es doch dunkel sein. Also, ich habe genug Pilze für das nächste Digimon, oder? Ich bin doch ein richtig guter Tamer. Ich sorge dafür, dass mein Digimon nicht hungert. Mein zukünftiges. Aber mein aktuelles Digimon. Das ist auch toll. Wann Digimon 2003? Erstmal Digimon World spielen. Uhr, beweg dich. Du musst kacken. Herzlichen Glückwunsch, das ist ein Snack. Der war instant, aber sowas von. Coca-Cola-Mon? What the hell? Quellamon? Hey, bist du ein Mensch? Ich bin Quellamon. Das Meeres-Digimon. Hast du mich gesucht? Ja, jetzt wo du es Wirklich? Die Brücke plus aufwärts ist kaputt. Und muss ans andere Ufer, stimmt's? Verstehe. Also gut, ich helfe dir. Kagebutsche Nujutsu! Lauf über unsere Köpfe. Hab keine Angst. Okay, los geht's. Was war das denn? Der Tropendschungel. A whole new world. A new fantastic side of you. La 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 la. La 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 la. Hier ist sogar Musik. Beltramon. Oh, hier ist eine Toilette. Eine westliche Toilette. Sind wir im Westen? Sofort nach links. Stimmt. Yanma. Was? Das heißt echt Yanmamon? Was? Ich kenne BP, aber MP? Oh, eine Brücke. Erstmal dort gewesen und direkt von Pixymon verprügelt worden. Die Brücke wurde repariert. Okay. Und was machen wir jetzt? Was ist unser nächster Schritt?
Numemon sterben lassen, ne? Zu Qualemon? Qualemon? Digimon Kaiser werden. Was möchtest du werden, wenn du groß bist? Digimon Kaiser. Und Hokage natürlich. Ich möchte ein Hokage werden. Quellamon. Ach, du bist es, Wirt. Die Brücke ist... ist Bonus heil. Ah, ich liebe es. Ich liebe es. Bonus heil. Habt ihr meinen Tweet heute auch verstanden? Ne? Heute gibt's Bonus Digimon. Ich habe eine Bitte. Hilf mir. Wie ich dir geholfen habe. Indem ihr die Stadt aufbaut, rettet ihr die ganze Insel. Alle werden gerettet. Heißt das, du kommst mit in die Stadt? Ja, ich mach mich auf den Weg. Tschüss! Qualamon zieht in die Stadt. Okay. Was kann Qualamon? Ich kann nicht am Strand liegen. Warum kann ich nicht schlafen? Jetzt kannst du kaufen. Komm in seine Gruppe. Er kauft mein Gold ein, ne? Wir gehen mit Numomon erstmal kämpfen. Hat er schon Fleischgold? Naja, ich habe Fleisch für heute schon Gold. Ich habe sehr viele Pilze gesammelt. Unendlich viele Pilze. 21 Pilze. Jetzt gibt es erstmal eine Harakiri-Mission für Numemon. Numemon! Rematch, Mann. Rematch, Bro. Rematch. Du machst die Pflanze alle. Wenn du verlierst, werden dir Gegenstände abgezogen. Nein! Das wurde auch gesagt, ich hab's vergessen. Ja, yeah, Mann! Ey, ich glaube, Numemon besiegt es. Numemon! 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 Das D steht für Vertrauen! Ich glaube, ich kann es schaffen. Digimon! Digimon! Let's go! Oh, und hoffen wir, diesen Arsch dritten! Yeah! Oh, guck mal! Palman hat's richtig genossen! Hat so richtig die Augen zugemacht! Yeah, Mann! Ins dein Gesicht gefurzt! Yeah, yeah, Numemon! Ich glaube fest an dich. Ich glaube, Numemon kann es schaffen. Hey, Pflanze ist doch allergisch gegen Kacke, oder?
Ja, schön in die Ecke drängen. Schön in die Ecke drängen, wie bei Street Fighter. Schön in die Ecke drängen. Yeah! Yeah! Jesus zu Tode! Numemon! Ich glaube, Numemon kann es schaffen. Komm! Volle Energie! Ja! Numemon! Ja, Mann! Numemon kann's schaffen. Oh, scheiße, Numemon stirbt gerade. Numemon just died it. Ja, die Vergiftung ist schon strong. Kacke hilft gegen heilig. Kacke. Hello, Farnes, my old friend. I've come to talk with you again. Ist dir etwas gestohlen worden? Bestimmt wurden mir Pilze geklaut. Meine blauen Dinger wurden geklaut, meine Äpfel. Gebt jetzt alle Gegenstände bei der Backe ab und dann wird Numemon losgeschickt. Seine letzte Reise. His watch has ended. Können wir Numemon dann auch hier aufzählen zu meinen Patrioten, zu den Digimon, die dann hier aufgelistet werden? Von diesen Digimon mussten wir uns verabschieden. Okay. Also ich würde sagen, Numemon hätte es geschafft. Er ist eins mit dem Lebensstrom. Sephiroth und Numemon, ich sehe es schon kommen. Willkommen in meinem Laden! Ich mache dir einen Sonderpreis, Wirt. Ich kann schlecht verkaufen, aber die anderen noch. What? Ich verkaufe hier jetzt. Vielleicht kommen wir ins Geschäft. Wirt, bring bitte so viele Digimon wie möglich mit. Oh, die Heildisk kann ich hier kaufen. Und Fleisch kostet 50? Automat kostet 300? Was ist Trainingstod? Ich würde vorschlagen, nächstes Digimon bis Champion trainieren. Werte pushen, füttern, Toilette gehen. Kriegst ein gutes Champion. Das sind 100 Mark! Ah, der Automat ist Scam. Trainingstod. Also es ist müde, wir gehen nicht schlafen, wir gehen jetzt trainieren. Und dann stirbt es an Erschöpfung, oder? Oh Gott, ich bin so ein schlechter Mensch. Und ich werde immer darauf achten, dass mein Digimon genug isst und genug kackt. Du bist grausam. Push it to the limits. Am besten boxen lassen.
immer was auf die Birne bekommen, die ganze Zeit. Oder ist Digimon unter Wasser stehen lassen? Charmon hat sein Leben verloren. Vor seinem Ende hat Charmon einen Digitama vergeboren. Wegen der Gefahr hat das Digitama nicht alle Fähigkeiten geerbt. Scherentritt wurde nicht übertragen. Nein! Ich hoffe, es wird jetzt nicht auch noch ein Numemon. Okay. That's not Gabumon. Namen nicht ändern. Nein, ist gut so. Es ist nie gestorben. Es ist Schlafenszeit. Müsste mein Digimon nicht schlafen gehen? Komm. Sechsmal schlafen, bis es digitiert. So tagsüber trainieren. Macht mehr Sinn. Okay, wir bleiben wach. Okay, wir trainieren die ganze Nacht und bekämpfen dann die bösen Schurken in Digimon City. Oh shit, es hat Hunger. Dance Man. Erstmal Essen holen. Babys brauchen nur einen Pilz, um satt zu werden. Nice. Okay. So. Du wirst nicht so ein Missgeschick. Wieso gibst du alle ab? Ich habe alle mitgenommen. Das ist wie bei Geschwistern. Das erste Kind ist immer so das, was man so zum Trainieren benutzt. Und das richtige Kind ist dann das zweite Kind. Ich bin das erste Kind. Jetzt will ich schlafen. Ich bin das dritte Kind, niemand interessiert es. Oh Gott, sag sowas nicht. Ich bin das Testkind. Das erste Kind entscheidet, ob man noch ein zweites Kind bekommt. Hat bei mir ein bisschen länger gedauert. Es muss kacken. Schnell, 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 schnell.
Scheiße, 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 scheiße. Der Boxsack ist für Abwehr. Geh für den Anfang lieber auf Angriff. Wo trainiere ich das? Das Spiel habe ich früher bei Karstadt oder Schauland gespielt. Ah, good old Karstadt, wo es noch Anspielstationen gab. Baumstamm. Ist das der Baumstamm? Aber mir wurde gesagt, ich sollte Intelligenz skillen. Bitte was? Es digitiert schon? Juramon! Digitiert zu... zu... Pflanzen-Digimon! Tarnemon? Zwiebelmon? Alles auf Bizeps, Tarnemon! Tarnemon muss kacken gehen. Wir gehen jetzt gemeinsam kacken und dann darfst du essen. Erst kacken, dann essen, dann... Erst Kagi, dann Fressi. Was, oh, was war das denn? So richtig mit Ausholen, so... Das ist ein Digipilz. Da, Tarnemon, das bist du nochmal. Alle Tarnemons sehen gleich aus. Oh, hat er das wirklich gesagt? Hat er das wirklich gesagt? Hat er das wirklich gesagt? Bei den Ausbildung Level 2 Stages musst du eigentlich LP oder MP trainieren, je nachdem welches Digimon es werden soll. Was soll ich trainieren, liebe Leute? Gutes Digimon. Gutes Digimon. Was trainiert das hier nochmal? LP? LP und Angriff? Ja, yeah, Mann, komm. Einfach machen, würde ich sagen. Ja, it's a spirit. Ich mag es. Einfach machen, Hauptsache kein Numemon bekommen, ne? Willst du schon schlafen gehen? Okay. Okay. Wow! Numemon ist doch süß. Ey, wenn Numemon geile Attacken hätte, dann würde ich auch sagen, ey, siehst zwar kacke aus, aber du hast es drauf. What? Das hat die einfach hingemacht? Du hast im Schlaf geschissen? Also ich hoffe, der Fehler ist bei mir weggepatcht, weil ich die Bugfix-Version gespielt habe. Und schon verkackt. Ja, es hat im Schlaf geschissen, woher soll ich denn das wissen? Dass es das kann.
Ist Numemon eigentlich auch Sukamon? Jetzt werden hier die wichtigen Fragen gestellt. So, jetzt noch ein bisschen MP. Jetzt hast du da auf der Trainingsstätte geschissen. Mann, ey. Ziemlich gefräßig, muss ich sagen. Trainingsplatz ist echt beschissen. Shit, 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 es muss kacken gehen. Okay, wir sind die Stats, wir sind die... Oh, das muss schon gleich wieder kacken. Disziplinier. Minimal. Es schläft auch viel, oder? Müsst ihr auch immer so schreien, wenn ihr kacken müsst? Ich frage für einen Freund. Immer! Okay. Dann bin ich ja der Unnormale. Du etwa nicht? Verdammt! Das ist keine richtige Klo-Experience. Zieht ihr die Hose mal ganz runter oder nur bis zu den Knien? Oder zieht ihr sie einfach komplett aus? Oh, jetzt muss ich mir... Lass dir mal ganz an. Okay. Wer ist ein Super Saiyan? Also schön noch die Haare blondieren. Gerade so, dass es reicht. Komplett. Wie soll ich sonst einen Handstand beim Kacken machen? Kannst du das? Geht das? Frage für einen Freund. Loben. Yes, 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 yes. Gutes Digimon. Wie erhöhe ich Tempo denn? Intelligenz 1, Abwehr 1. Und schon wieder kacken gehen. Nein, nee! Achso, es digitiert erstmal. Oh Gott. Bitte nicht beim Digitieren kacken, okay?
Das ist echt unangenehm. Du wärst das erste Digimon, das beim Kacken digitiert. Beim Digitieren kacken. Das wäre so unangenehm. Come on. Numemon. Palmon. Aber ich wollte NTSC-Mon haben. Jetzt muss es nicht mehr kacken. Ha, interessant. Sobald es digitiert, muss es nicht mehr kacken. So, erstmal ins dein Gesicht. Hä? Jetzt hat er keine Punkte bekommen. Sehr wenig Punkte. Ja, stimmt. Eigentlich müsste es Dünger sein. Eigentlich müsste Palmon... Oh Gott. ...sich in Kacke suhlen, weil... Oh Gott, oh Gott. Ist doch gut. Palmon, oder? Fleisch schon abgeholt. So. So, meine Pflanze ist erwachsen geworden, jetzt kann sie Fleisch essen. Es darf nicht hungern, ne? Kann ich mit Palmon das andere Palmon bekämpfen? Jetzt schon? Glaubt ihr, ich bin stark genug? Also Hauptsache, es wird kein Numemon. Sayori, ich grüße. Noch nicht. Ja, gleich mal einen Probekampf machen, das stimmt. Die Kraft testen. Emmy! What up? Oh, jetzt muss schon wieder kacken gehen, ey. Es leidet und kackt. Gut geschissen. Hast einen guten Schiss von dir gegeben. Lilimon, ich will Angemon haben. Angewomon. Oh yeah, Schmollex. Oh yeah. Dass das Digimon überhaupt kacken kann, wenn ich zuschaue, ne? Ich könnte es nicht. Oh, Lady Devimon. Bestraf mich. 1000 Life Points, Mana Points, 100 Angriff und Tempo. Kuvagamon kann's 5 Pflegefehler, ja. Was?
Gutes Digimon, trainiert immer fleißig mit mir. Oh, was ist da los? Warum ist es jetzt Gangster? Warum ist die Disziplin jetzt im Arsch? Nur weil es gute Arbeit leistet, habe ich es gelobt. Anscheinend sollte ich es nicht loben. Oh, es muss wieder kacken gehen. Weil der Balken zu weit... Es ist ordnungsgemäß auf Toilette gegangen. Da kann ich es doch loben. Wie kann es sein, dass glückliche Kinder undisziplinierte Kinder sind? Man wird verwöhnt, nicht diszipliniert. Oh, come on! Aber mein Palmon ist nicht verwöhnt. Es fühlt sich wohl bei mir. Wenn die dich immer dafür loben würden, für aufs Klo gehen, wärst du auch abgehoben. Nein! Soll ich die Prügelstrafe einführen? Mein Digimon hat nichts falsch gemacht. Gelobt wird für einen gewonnenen Kampf. Na gut, fair enough. Fair enough. Kinder machen nie etwas falsch. Wenn dann die Eltern... Verdammt! Alle Stats auf 100 bringen. Oh, es ist müde. Ist das ein Zeichen von Müdigkeit oder ist es dehydriert? Demon wird müde. Pathetic! Das hat es nicht von mir. Runde auf dem roten Sessel. Okay. Es gab ein Badehaus? Schlafen bei Gigimon. Die Erschöpfung senkt auch die Disziplin. Jetzt muss es noch kacken gehen. Wie es da läuft, ey. So renne ich nicht, wenn ich kacken muss.
Komm. Schon wieder müde? Auf ein Brötchen kommen 5 Stuhlgänge. Ja, nur ungefähr. So ein Schlaffimon habe ich hier. Das hat es nicht von mir. Mach mal doch was anderes. Also trainieren, füttern, kacken lassen. Ja, willkommen bei der Bundeswehr. Es will immer noch schlafen. Laserschelle hier. Jetzt ist es. Jetzt will es ins Bett gehen. Ich krieg die Krise. Dieses Digimon. Pathetic. Schwach. Na gut, ich muss auch was essen. Kommt mir gelegen. Teil dafür, dass es so verweichlich ist. Ist eine Pflanze, was hast du erwartet? Es ist dunkel, deswegen ist sie müde. Ich möchte, dass aus meiner Pflanze eine Eiche wird. Oh, ich muss schon kacken gehen. Wir waren vorhin. Wir sind eben daran vorbeigegangen. Warum musstest du nicht vorhin schon auf Toilette gehen? Ich hab es dir angeboten. Oh, come on. Ja, jetzt kack, während ich esse. Nein, ich möchte nicht, dass daraus ein boxender Kaktus wird. Ich möchte, dass daraus eine Eiche wird. Eine starke österreichische Eiche. Yuki Fox, 40 Monate am Stüssel. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Dankeschön. Danke für den Sub. So. Abwehr noch erhöhen. Na, hier die Abwehr. Ja, da steigere ich die Abwehr. Aber die Intelligenz, die steigt nicht so schnell. Das Digimon ist nicht so helle. Jetzt musst du stärker. Und du musst wieder kacken gehen. Sherrymon? Sherry, Sherry, Ladymon. Und das muss wieder futtern. Ich bin auch nicht die ganze Zeit nur am Futtern. Wollte ich immer so gesagt haben. Aber ich kann ja nochmal Essen holen, ne? Ja, es ist eine gute Idee. Takatuka Ultra. Geiler Name, Takatuka Ultra. Vom Takatuka Land. Fleisch erhalten. Morgen gibt's mehr.
Ich sag, das wird Vegimon. Okay, wir kämpfen jetzt. Oh nein, es wird ein Vote gestartet. Nein, jetzt wird schon gevotet. Wird Palmon zu Numemon? Ja oder nein? Ihr könnt jetzt voten. Vertrauen! Oh! Habt ihr den Schlag gesehen? Eine Wette, okay, eine Wette meine ich. Oh my wamo, Shinderu. Okay, dieses Digimon ist schon mal viel stärker als mein Gabumon. Das ist ein starkes Digimon. Weißt du was? Für diesen guten Kampf wirst du gelobt. Das war ziemlich gut. Das war ein ziemlich guter Kampf. Kann man nichts gegen sagen. Mehr als solide. Das war ein echt guter Kampf. Ihr habt's gesehen, ne? Mein Digimon ist klatscht. Klatscht die Leute hier weg. Oh, ich hab's vergessen, was die Wette jetzt gesagt hat. Haben mehr Leute gesagt, es wird ein Numemon oder eher weniger Leute? Hähnchen, Brokkoli, eingelegte Möhren und Mais. Okay, glaubt ihr, ich kann Palmon besiegen? Oder soll ich lieber noch trainieren? Dankeschön! Das ist mein Abendessen jetzt gerade. Geht auch mit Tofu? Definitiv geht das mit Tofu. Kämpfen. Wir gehen Palmon klatschen. Ja, Mann. Wir sind stark. Digitieren abwarten. Guck mal, wie viele Disc ich habe. 2 Heildisc. Zu wenig, ne? Tadeln ist besser als loben. Erste Regel der Kindererziehung. Okay. Wirklich? Palmon! Junge, mach was. Keine Heildisk? Erstens, du hast gut gekämpft. Zweitens, du kriegst was zu essen. Denn nur Gewinner kriegen was zu essen bei mir.
Warum bekomme ich was zu essen? Ich bin so ein schlechter Tamer! Das Spiel habe ich damals durchgezockt und das ist nie in die Maschinenstadt wegen deines Bugs gelangt. Der Argumon-Bug, von dem alle mal erzählen. Damn you, Argumon! Bitte nicht auf einmal kacken wollen. Ich weiß, du willst gleich kacken, deswegen geh ich schon mal in die Stadt zurück. Oder? Wir gehen trainieren. Wir gehen trainieren. Die Haltes kann ich kaufen. Wollen wir mal kurz trainieren? Komm. Noch ein bisschen pumpen. Angriff auf 114. Nice. Und da will's kacken gehen. Tamer ist der offizielle Begriff. Ja, das ist doch in Ordnung, oder? Oder soll ich mich Dompteur nennen? Der Begriff Trainer wurde schon vergeben, das stimmt. Nennen wir ihn Ritter. Naja, Ritter ist auch so ein deutsches Ding, ne? Im Englischen heißt sie Digidestin. Also, Digidestin ist ja auch eher sowas wie Auserwählte. Das hat schon irgendwie schon was Religiöses. Nennen wir mich Digimon Frando. Wird Freund aller Digimon. Wie Godzilla, Freund aller Kinder? Aber ich bin Freund aller Digimon. Der Pate! Oh, der Digipate gefällt mir auch. Obwohl, das hat schon was vom Digimon-Kaiser. Aber in dem Fall bin ich jetzt gerade ein Digimon-Gärtner. Ja. Du kommst am Tag der Digitation meines Palmons zu mir und verlangst einen Gefallen? Muss er noch... Muss meine Wangen da noch ein bisschen füllen. Ist es immer noch müde? Digi-One. Jet Li. Digi-One. Ich müsste die One nochmal schauen. The One war... Der war trashig, aber der war irgendwie auch gut. The One. Ganz oben links. Aber erstmal muss das Digimon schlafen gehen. Und dann noch mit Jason Statham, ne? Oben links kann ich meinen Brain trainieren. Ah, komm schon! Die große Tafel. Ah, okay.
Jetzt mach ich's klug. Science Mon. Okay, ich. Noch nicht gelangweilt? Es mag mein Unterricht. Es ist noch nicht gelangweilt. Und es muss kacken gehen. Jason Statham spielt halt auch nur eine Rolle. Ja, das stimmt eigentlich. Wie jetzt Hörsaal? Ja, wollt ihr nicht eigentlich. Meine Vorlesung, da schlaft ihr alle ein. Wird wahrscheinlich nicht Numenor, aber ich lebe fürs Meme. Mal sehen, wie es. Tempo müsste ich jetzt noch erhöhen. Noch ein bisschen Tempo trainieren, dann passt das. Mit den Streichhölzern in den. Oh Gott. Wie bei Werner! Werner und Andi! Das war doch Andi, oder? Werner und Andi in Werner 2. Als Borsti verkauft wurde. Oder für ein Rennen verkauft. Was war das nochmal? Nee, Borsti wurde zum Braten gemacht. Hauptsache Bossi geht's gut. Stimmt, die sind durch die Zeit gereist am Ende. Ich hab den ewig nicht mehr gesehen. Nice. Okay, daraus wird jetzt kein Numemon, oder? Volles Rohr. Nee, das muss kesseln, war das, oder? Das war auch, das muss kesseln. Ich weiß gar nicht, wie viele Werner-Filme es gab. Ich habe aber, glaube ich, nur drei gesehen. Den ersten, den zweiten, das war der Das muss kesseln, Werner Beinhardt, Werner Das muss kesseln, den dritten, weiß ich gar nicht mehr. War der dritte Volles Rohr? Oder Mission, ich weiß es nicht mehr. Mission Störtebeker. Störtebeker, ne? Fünf. Gewicht muss auch passen. Oh, shit. Ist mein Digimon übergewichtig? Wiegt es 1 Kilo oder wiegt es 7 Kilo? Für einen Catwalk zu wenig. Okay. Dann mehr Fleisch, oder?
Amon. Bist du jetzt schwerer geworden oder wieder leichter? Immer noch ein Kilo. Muss es die Kacke vielleicht in sich behalten? Du musst Palmern klatschen, dann kannst du das Gewicht besser kontrollieren. Bitte was? Okay, wir gehen Palmern klatschen. Zuckerbrot und Peitsche. Das ist die Peitsche. Oh, was ist das für ein Trend in den USA gerade? Habe ich da irgendwas verpasst? Dass Leute gerade peitschen gehen? Falls ihr die letzten Tage bei mir auf Social Media, auf Instagram gesehen habt. Ich habe eine Bonusattacke. Es ist total absurd. Was? Nee. Ist Peitschen ja, also Peitschsport. Also die sind da die ganze Zeit am Peitschen, am Posen und so. Alle im Park stehen da so, peitschen. Der eine jongliert sogar mit Peitschen. Jetzt denken sich gerade alle, what the fuck wird? Was hast du da gerade gesehen? Ist doch eher Mongolei und Kasachstan. Ah, Kasachstan. I like. Nee, das waren definitiv Amerikaner. Wo treibst du dich im Internet rum? Lösch meinen Verlauf, bitte. Hier gerade verlaufen. Drachenlos FKK-Kommune. Gibt's die wirklich? Frage für einen Freund. Das Internet weiß halt, was Wirt will. Auch wenn er es noch nicht weiß. Das ist gruselig, was du gesagt hast, aber ja, das stimmt. Aber die peitschen nur in die Luft. Es wird hier niemand ausgepeitscht, okay? Also, falls ihr euch das... Es ist einfach so im Stadtpark, die Leute stehen da und peitschen einfach. Einfach so in die Luft. Peitsch, peitsch. Okay. Mirror Match! Volle Kraft! Vertrauen! Ich mache aus dir Aloe Vera. Palmöl. Es hat keine Chance. Ja, yeah. So fühlt es sich an, Palmon. So fühlt es sich an. So hat sich Numemon gefühlt. Ja.
Man hat nichts verkehrt gemacht. Wollte ich nur mal sagen. Der Salat Caesar Salad. Mit sehr vielen Messern im Rücken. Oh Gott, die Talkshow Vera? Ja. Oh Gott. Nice. Palmon verliert den IQ-Chip. 2100 Bit-Dollar? Mhm. Hab auch meinen IQ-Chip verloren. Nee, Vincent! Geht gleich los, ne? Freu mich. Mein Name ist Palmon. Naja, wird mir zu. Palmon ist in die Stadt gezogen. So, mein Palmon könnte sich mal. Dann mal digitieren. Hab absolut keinen Plan. Wird geil. Ah, wird gut, wird gut, wird gut. Wird sehr witzig. Ey, Paladin, what up? Ich liebe Digimon World. Mein liebstes Hassgame. Das höre ich gerade ziemlich oft. Nimm doch den Chip mit. Habe ich den nicht mitgenommen? Oh Gott. Habe ich den da liegen lassen? Ich habe zu sehr in den Chat geschaut. Ist der Chip weg? Oh Gott. Ich habe in den Chat geschaut. Stupid wird is stupid. Oh, welches Digimon hat's mir geklaut? Der Chip ist weg. Weg ist mein IQ-Chip. Neustart. Erstmal Fleisch, damit du ein bisschen schwerer wirst. Und du hast einen guten Kampf gewonnen. Tadeln nebenbei, sonst zu cool. Oh nein, was mache ich da? Das willst nicht. Du willst nicht das nehmen, was ich dir gebe? Roundhouse Kick! Drei Kilogramm sind es mittlerweile. Okay. Ja, Palmon nennt mich wahrscheinlich beim Vornamen. Ich habe ein Problem. Palmon müsste mich eigentlich Herr Wirt nennen. Und siezen. So wie bei Akira, wie diesem deutschen Übersetzer. Du musst mich Herr Kaneda nennen. Okay, gib mir ein dickes Fleisch. Hüftfleisch. Hüftsteak. Oh yeah. So, Palmon. Leg los, werd groß. Schön. Bisschen wackeln aus der Hufte. Mit dem richtig schönen Huffleisch. Oh shit, was passiert jetzt? Er ist digitiert. Oh, bitte kein Numemon. Bitte, 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 bitte. Ist es ein Ninja-Voltoball?
Ninjamon? Go Ninja, go Ninja, go! Go, 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 go! Ninja, Ninja. Rap, Ninja, Ninja, Rap. Okay. Schau mal, Techniken. Gibt einiges Schlechteres. Das ist doch gut. Es ist Pflanze, es ist Ninja und es ist Feuer. Giftpuder. Kind 2 ist ein Erfolg. Seht ihr? Das ist wie bei mir. Erstes Kind? Numemon. Zweites Kind? Ninja. Sind Fähigkeiten, die ich hier lernen kann. Nice. Und dann wollte es noch fetter machen. Aber vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, dass es so leicht ist, wiegt es 10 Kilogramm. Ey, das Spiel ohne Internet zu spielen, ich kann es mir nicht vorstellen. Das kann ja immer nur mit Handbuch spielen, oder? Try an error. Ja, die an error. In einer Zeit vor dem Internet. Und dann alles durch Gerüchte wie Missing No und so weiter. Und ich blick bis heute nicht, wie Missing No sich damals so etabliert und sie verbreitet hat. In einer Zeit, wo keiner von uns Internet hatte. Oder vielleicht sagen wir mal, eine sehr geringe Prozentzahl. Die Pausenpropaganda, ja. Ja, alles mündlich überliefert, ne? Niemand hat's irgendwie aufgeschrieben. Ey, Rodier, so, what up? Wir hatten gute Hirne. Und deswegen ist nichts anderes reingekommen. Aber jetzt muss wieder kacken gehen. Mein Ninja? Musst du Ninja-Kacke machen. Ninja-Kacki. Was? Du bist ein Ninja. Kannst du nicht wie ein Ninja kacken gehen? Lautlos? Nein, danke. Die Frage ist, schaffen wir jetzt in 5 Minuten das noch, irgendeinen Kampf zu machen? Ich glaube, wir schaffen halt nicht so viel. Dann lass hier doch erstmal aufhören. Ja, denk daran, ich lade es vermutlich erst Mittwoch hoch, weil heute nach Ende des Streams werde ich es da schneiden und dann hochladen. Das dauert leider viel zu lange, dass es dann überhaupt heute Nacht hochgeladen wird. So dass es morgen für euch zur Verfügung steht. Deswegen glaube ich eher, dass es am Mittwoch dann zur Verfügung für euch steht.